Bisher bei Resident Evil Revelations. Dann legen Sie jetzt die Karten auf den Tisch, O'Brien. Und lassen Sie nichts aus. Es läuft einfach alles ganz nach Plan. Dann viel Spaß noch bei der Party auf der Queen Dido, Norman. Raymond erkannte, dass Morgan ein Betrüger ist. Also stellen wir ihm diese Falle. Die ganze Sache mit der Rückkehr von Vetro. Das Versteck in den Bergen. Die Koordination der Schiffe. Alles nur wegen Morgan? Aber noch habe ich nicht aufgegeben. Keith und Quint haben uns noch einen Joker zugespielt. Episode 12, die Königin ist tot. Miau, willkommen zurück zu Resident Evil Revelations. Die letzte Queen. Ja, Queen Dido. Sie liegt seit dem besagten Tag auf dem Grund des Meeres. Dann können wir sie also finden. In Terra Grigia. Ganz genau. Es ist unsere verdammte Pflicht, diese Mission zu Ende zu bringen. O'Brien, Ende. FBC, keine Bewegung! Na los, Hände hoch! Morgan Lansdale. Wir werden jetzt ab hier übernehmen. Die BSAA steht ab sofort unter der direkten Kontrolle der FBC. Clive R. O'Brien, ich verhafte Sie wegen Ihrer Zusammenarbeit mit der Terrororganisation Veltro. Chris, Jill, ihr seid unsere letzte Hoffnung. Die Überreste Terra Grigias. Und der Queen Dido. Nähern uns dem Absetzpunkt. Och, nee. Bitte nicht. Offenes Meer, Haie, nein. Das ist die Queen Dido. Die dritte Queen. Ich bekomme aber plötzlich Lust, wieder Soma zu spielen mit dem Robot. Ich kotze, ich hasse sowas. Ich hab sofort hier, wie heißt es? Shell-Shock-Moment aus 40 Faden in Tomb Raider 2. Oh. Aha. Das ist ja eine ausgefeilte Technik. Es ist so ruhig, als ob die Zeit stillsteht. Diese Klumpen vom Strand, die sind von hier. Deshalb wird morgen das Gebiet abgesperrt. Magische Technik, muss ich irgendwas machen, weil sie macht das wirklich nur rauf und runter. Ah, da sind schon Haie. Ne. Ich raste aus. Aber es muss ja wohl bald ein Moment kommen, wo kein Wasser ist, denn
MG oder so. Oh. Schätze ich mal, ist hier drin nicht angesagt. Ui. Zumindest ist er als Mensch gestorben. Mehr oder weniger. Ich frage mich, ob die Leichen am Strand wohl von Veltrol sind. Da lebt noch was. Vorsicht, unter Wasser wirst du sie nicht los. Ja, witzig. Ich gehe natürlich dahin, wo es herkam. Das ist hier so eine riesige Amöbe. Warum haben wir... Ihr habt nicht mal eine Harpune oder sowas dabei. Munitionskiste, Gewehr. War hier nicht der Raum mit dem Hain? Nein. Doch. Doch, oder? Oh. Nein, okay. Kleine Tür. Große Tür. Erstmal die kleine Tür. Die Tür hat ein elektrisches Schloss. Ich hoffe, der Notstrom funktioniert noch. Die Drähte sind rausgerissen. Ich kümmere mich drum. Okay, mal sehen, ob ich den Strom ankriege. Oh nein, aber da... Musik ist furchtbar laut. Und übertrieben. Da war so ein Ding... Ich höre wieder nicht gut. Da... Widerlich. Ich kann doch da nicht rein. Kann das hier rein? Kann es hier durch? Nee. Okay, schwimmt es immer noch rein. Ich hab Schiss. Okay. Ach, das finde ich nicht gut hier. Ja. Das ist ja schön und gut, aber ich will lieber aus dem Wasser raus. Wie schwimme ich denn mal mehr nach oben? Ach, die Steuerung ist irgendwie doof. Das sollte das Problem lösen. Ja, mach einfach den Strom unter Wasser. Die Tür ist offen. Warte. Okay, bin auf dem Rückweg. Ich weiß ja nicht, ob die auch wirklich aktiv jagen, denn, oder ob die nur das einsaugen, was gerade in ihrer Flugbahn ist. Weil du nicht ordentlich schwimmst. Okay, gehen wir rein. Ja, du versperrst mir den Weg. Ich will an die Leiter gehen, wir tauchen dann. Hier gibt's genug Luft.
Chris, komm her! Er ist noch nicht lange tot. Von der FBC? In der Hand. So, jetzt lasst mich hier erstmal in Ruhe umsehen, bevor ihr schon 10 Schritte weitermacht. Okay, ist egal, hier ist nichts. Diktiergerät. Hier Agent Daryl Barioni von den FBC-Streitkräften. Es ist 19.48 Uhr. Dieser Rekorder soll General Lansdale übergeben werden. Wenn er gefunden wird. Meine Teammitglieder sind tot. Vernichtet vom Teufel selbst. Wir konnten das Videoprotokoll nicht bergen. Mission gescheitert. Veltro, Sie haben nicht untätig auf Ihren Tod gewartet. Als die FBC ankam, haben Sie uns erwartet. Der Wunsch nach Rache ließ Sie überleben. Okay. Ah. Und schon haben wir wieder ein altbekanntes Setting. Lass mich erstmal auf meine Waffen schauen. Ich habe nur die. Okay, toll. Hauptsache, ich habe super viel Munition gesammelt. Oh, da liegt so eins. Können wir auch was an Land? Eigentlich aus wie die Dinger, die wir ganz am Anfang am Strand gesehen haben, ne? Nur halt mit Zähnen. Warum ist das Licht aus? Ist das jetzt eine Halloween-Episode geworden? Oh, da ist er hier. Texte? Nein, schau. Die haben wir aber schön aufgebahrt. Hier ist ja wohl noch ein Mensch unterwegs. Oh mein Gott. Käfer Tokus, 86 bis 2005, starb als Märtyrer für die Weltvorrache. Oh. Alter, ist hier ein Geist oder was? Es geht ab. Ja, die fangen auch alle an, sich zu verwandeln. Dante Alighieris göttliche Komödie. Ein Angebot, den Toten. Eine Stelle ist unterstrichen worden. Der Regen macht sie heulen wie Hunde. Oft wenden sich die elenden Verfluchten, dass eine Seite Schutz der anderen biete, die armen Gotteslästerer, wie sie im Kreise rennen. Dante Alighieris göttliche Komödie, Inferno Canto 6. Am Rande der Seite steht etwas in einer schludrigen Handschrift geschrieben. Wer sein Leben der Doktrin darbietet, wird auf dem Pfad für ewig neben dem unvergleichlichen Jack Norman wandeln. Ja, die göttliche Komödie wurde ja schon vorher öfter angesprochen in diesem Spiel. Bisher finde ich es ein bisschen weit hergeholt, aber okay, der Typ steht halt einfach auf Inferno. Er hatte einen starken Willen und kämpfte bis zuletzt gegen die Mutation. Veltro treu ergeben und ein treuer Freund, Ruhe in Frieden. Märtyrer für ihre Sache. Ja.
gemacht. Nichts liebt er mehr als seine Frau, von Veltro abgesehen. Ruhe in Frieden. Jetzt kommt die Wunsch. Ich kämpfe für die Sache, auch wenn ich nicht mehr ich selbst bin. Die einzige Frau. Auf dass eure Kinder in einer Welt ohne Lug und Trug aufwachsen. Jetzt habe ich Lust, mal wieder Inferno zu lesen. Das gehe ich jetzt machen und beende damit den Part. Ich würde mich über ein paar Comics freuen. Ich hoffe, ihr startet gut in die Woche. Gutes Nächtle. Bis morgen.